Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Möglichkeit, mit einer verbindlichen Hygieneampel am Eingang eines Restaurants, einer Gaststätte, eines Imbissbetriebes, eines Lebensmittelmarktes gleich zu sehen auf einen Blick, was die Ergebnisse der letzten Lebensmittelkontrollen ergeben haben, ob alles in Ordnung ist, ob es Hygienemängel gab oder ob man dort lieber nicht einkaufen geht. Sie können einfach die Betriebe, die ordentlich arbeiten, und das ist die Mehrzahl, von den Gammelbuden besser unterscheiden. In Dänemark wurde ein Hygienesiegel eingeführt, das nennt sich dort Smiley. Bereits 2001 ist das geschehen und das ist sehr erfolgreich, denn die Ergebnisse in den letzten Jahren sind dann immer besser ausgefallen bei den Lebensmittelkontrollen. Es gab weniger Beanstandungen, weil einfach in den Gaststätten, in den Betrieben vermehrt darauf geachtet worden ist, dass man so ein lächelndes Smiley bekommt und kein Smiley, das die Mundwinkel nach unten zieht. Das ist gut eingeführt worden, es ist anerkannt von den Betrieben, von den Gaststätten, es ist anerkannt von den Verbraucherinnen und Verbrauchern und es ist anerkannt dort von den Lebensmittelkontrolleuren, also eine Erfolgsgeschichte, so wie wir sie uns auch in Hessen wünschen. Unterschiedlich wie bei allen Vorschlägen, die einen finden es gut, die anderen finden es weniger gut. Es ändert sich gar nichts bei den Lebensmittelkontrollen, sondern es wird einfach nur transparent dargestellt mit dem Hygienesiegel, wie die Kontrollen ausgesehen haben. Das heißt, die Lebensmittelkontrolleure wissen nicht nur, wie es in der Gaststätte aussieht, in der Küche und der Gaststättenbesitzer, sondern auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Von daher gibt es da keine Änderung. Die einzige Änderung ist, dass diejenigen, die positiv, die gut arbeiten, die hygienisch einwandfrei arbeiten, das dann auch darstellen können. Das ist also ein positives Wettbewerbselement, wie wir uns das wünschen. Und die Gammelbuden natürlich dann auch dargestellt werden. Musik.